Oh. Wann war denn das jetzt geplant? Das ist ja 18.30 Uhr, dass ich komme, oder? Ich habe jetzt gerade die Daten nicht vor mir. Okay. Ja, dann komme ich um 18 Uhr. Wir werden nicht auf. Oh ja, was geht ab, Leute, Hunger? Stehen vor einem mysteriösen Gebäude. Nur für eine Arena. Der Kollege muss gekickt werden, um seine Münzen zu sammeln. Auf dem Weg hierher, zufällig auch sein erstes Voltilam gefangen. Ohne Map, ohne Scanner. Ja. Nein, nee, wieder was ist. Nicht schlecht. Ich kann die Bonbons auch noch sehr gut gebrauchen. Ich blende das mal hier irgendwo ein. Notiz, ihr gehört den Pullover nicht, falls ihr sie seht. Hast du bemerkt, ob die Raids jetzt von 7 bis 7 waren, also die Eier, oder von 7 bis 9? Von 7 fangen die Eier an. Ja, aber aufgehört haben sie um 7 oder um 9? Es ist immer noch. Ja, eben, deswegen frage ich ja. Wenn dann Pförtner schauen. Muss dann Pförtner, weil meine Karte lässt mich nicht mehr rein. Wer lässt das so oder so nicht rein? Es sind drei skurrile Gestalten hier. Aber ich. Können wir kurz rein? Wir sind nicht reingekommen. Wir waren drin. Wir sind nicht bis zur Arena vorgekommen. Security hat uns nicht weitergelassen. Tja, Niantic. Das ist eure Schuld mit eurem neuen Arena-System. Jetzt hat der Kollege seine Münzen nicht bekommen. Davor hätte er einfach auf Einlösen gehen können. So, nächster Morgen. Wir haben es nicht zur Arena geschafft für den Kollegen, um die zu kicken. Ist übrigens auch Nesterwechsel. Könnt ihr hier sehen. Panzerwiese ist jetzt ein Riechernest geworden. Ob das saftig ist, weiß man nicht, um ehrlich zu sein. Weil jetzt mit dem neuen Arena-System alles anders ist. Ich wurde heute Morgen, also ich werde meistens in der Nacht gekickt. Zum Glück kriege ich meine 50 Münzen und dann muss ich mich in der Früh mal reinsetzen. Das machen wir jetzt schnell. Danach muss ich in die Uni Sachen erledigen. Und in der Zwischenzeit Fear Raid. Geht sogar Fear Raid. Das heißt, ich kann mich nicht reinsetzen oder was? Oh mein Gott. Richtig unnötig. Auf jeden Fall muss ich jetzt in die Uni und in der Zwischenzeit labern wir ein bisschen über Nesterwechsel und Gyms und Raids. So wie immer halt.
So, wieder zu Hause angekommen. Alles erledigt. Wetter draußen, schrecklich. Krasser Wind, wie immer. Schlecht für die Videos, schlecht für meine Frisur. Deswegen drehen wir den Rest des Videos doch wieder hier. Hatte eigentlich vor, mehr draußen zu drehen, aber das ist dank dem Wetter nicht möglich. Hatte vor, heute Morgen eine Runde zu drehen, mich überall in die Arenen zu setzen, aber das war leider nicht möglich, weil alle Arenen mit Raids besetzt waren. Ich wollte mich da reinsetzen, es war ein Raid. Ich wollte die rote Arena platt machen und ein Raid hätte in 10 Minuten angefangen, hätte es nicht mehr geschafft, die komplett zu lernen davor. Dann wollte ich dahinter mich in eine Arena setzen, aber in 5 Minuten hätte da ein Raid angefangen. Also echt nervig, jetzt auf dem Nachhauseweg konnte ich mich in ein paar setzen. Ansonsten habe ich wahrscheinlich schon den Raid von gestern eingeblendet, ein Relaxo mal zur Abwechslung. Wir waren dort nur zu dritt, dann kam zum Glück noch ein Pärchen. Der Typ natürlich mit 2 Accounts, so wie fast jeder hier. Und dann waren wir zu 6, haben es locker geschafft. Aber wir hätten es auch zu dritt nur probiert, weil der Kollege meinte, kleiner Tipp jetzt an euch. Und ich weiß noch nicht, ob das so stimmt, ich werde es demnächst mal ausprobieren. Aber er meinte, man kann, solange einer noch drin ist und die anderen halt verlieren, alle ihre Pokémon verlieren. Also man kann den Raid ja öfters machen. Wenn man verliert, dann kann man den immer wieder machen, bis man es halt geschafft hat oder die Zeit abgelaufen ist. Sprich, er meinte, wenn einer immer drin bleibt und noch überlebt und die anderen schon verloren haben, schnell heilen oder einfach reingehen und andere Pokémon benutzen, dann können sie wieder rein und an derselben Stelle weiterkämpfen, wo sie waren. Sprich, man braucht nur einen Tank im Team sozusagen, der ein paar Eteras hat, der überlebt, solange bis die anderen zurückkommen. Und dann kann er zum Beispiel rausgehen, sich heilen oder mit frischen Pokémon reingehen und dann wieder drauf dreschen. Keine Ahnung, ob es so klappt und ob die Zeit dann trotzdem nicht zu wenig ist. Ich werde das auf jeden Fall mal testen. Beziehungsweise, falls ihr mal Erfahrungen mit diesem Trick gemacht habt, könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten blende ich hier jetzt mal einen Arena-Kampf ein. Habe ich heute gemacht, als ich auf meinen Termin gewartet habe. Habe auch gehört, dass die einfacher sein sollen, aber ich habe davon nichts gemerkt. Weiterhin dreimal musste man die Pokémon besiegen. Und während ich das hier einblende, reden wir über die Nester. Nester zurzeit echt sinnlos geworden. Nicht sinnlos, aber echt untergegangen. Also keiner hat mehr Interesse an Nestern. Ihr habt es gesehen, ich habe seit Ewigkeiten kein Nest abgecheckt. Und gestern war ein Nestwechsel. Und normalerweise auf Facebook wird dann immer gepostet, hier und da, euer Nestwechsel heute. Und dann posten alle Leute ihre Sachen. Aber echt null Interesse, habe ich so bemerkt bei den Leuten. Da könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung so ist. Haben die Leute bei euch auch weniger Interesse an Nestern? Ich weiß, es gibt kleinere Orte, die nicht so viele Nester haben wie wir und dementsprechend immer noch ein paar Pokémon brauchen. Aber ich denke, im Generellen sind die Nester jetzt momentan echt uninteressant. Was meiner Meinung nach aber jetzt eigentlich wiederkommen müsste, das Interesse, da jetzt verschiedene Pokémon interessant sind und werden durch das neue Arena-System und durch Raids. Ich hatte vor, alle Raids alleine zu machen. Abgesehen von den Vierern, weil das echt unmöglich ist, aber die ganzen 1er, 2er und 3er. Werde ich jetzt noch ein bisschen ändern, weil 1er und 2er doch recht anspruchslos sind und keins von den Pokémon mich eigentlich interessiert. Aber die 3er sind echt schwer. Es soll echt nur knapp machbar sein alleine, also das werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen für euch. Und dafür brauche ich halt die perfekten Pokémon mit den perfekten Movesets. Muss da auf Farm gehen, damit ich genug Bonbons habe, um 6-mal denselben zu haben mit dem perfekten Moveset und so und den perfekten IVs. Und Nester natürlich auch noch wichtig, da ich immer noch ein Segment habe, in dem ich nutzlose Pokémon pushe auf Max für euch. Dass übrigens morgen wieder ein Video kommt. Bei der Abstimmung führt momentan Abra. Keine Ahnung, wo die Abstimmung ist, also wer interessiert, kann da noch abstimmen. Topsy momentan auf Platz 2, aber morgen kommt der nächste Teil, wo ich Abra dann höchstwahrscheinlich, wenn der bis morgen immer noch auf Platz 1 ist, auf Max pushen werde. Zu Simsala und dann auf Max pushen. Simsala eigentlich nicht schlecht. War davor nicht schlecht und jetzt im neuen System möglicherweise top. Und ich habe es mir so gedacht, dass dann 2 Plätze frei werden. Und zwar der erste Platz wird ja frei. Den werde ich mit irgendeinem anderen Pokémon ersetzen für die Auswahl. Und der letzte Platz, denke ich mir, den streiche ich dann auch. Und dann könnt ihr da auch nochmal. Und dann könnt ihr dann auch noch ein neues Pokémon für die Auswahl hinzufügen. Momentan ist es, glaube ich, Vulcano / Arcani. Aber jetzt mit dem neuen Arena-System ist vielleicht das Interesse an Vulcano gestiegen. Aber schreibt nun 2 Vorschläge rein, die dann
den ersten Platz und den letzten Platz ersetzen für das Video morgen und dann werde ich morgen das pushen. Also ich denke, Nester sind doch nicht so interessant, wie die meisten denken und ich hoffe, dass der Hype für die Nester zurückkommt, das Interesse. Ich habe hier bei mir Panzerwiese jetzt. Moment, ich zeig's euch mal. Ein fettes Rio-Nest. Und oben drüber ist Macholo. Wir haben es davor nicht geschafft, zu den Macholos an der Panzerwiese zu gehen, aber jetzt sind da Riehörner. Und da drüber Macholos. Vielleicht schaffen wir es dahin, aber beide Flächen sind relativ groß, relativ komisch, nicht so geeignet für Nester. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Nestern zurzeit haltet. Welche denkt ihr könnten interessant werden für Raids und für das neue Arena-System? Was gibt's so für Nester bei euch in der Gegend? Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich morgen in Pasing. Und wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.